Hallo, ihr Freunde des glühenden Lötkolbens. Willkommen zurück bei Flashback Hardware. Willkommen beim dritten Teil von dem Aufbau des 60 Clone Boards. Wir werden jetzt hier heute noch so ein bisschen weiter bestücken. Ganz so viel ist es tatsächlich ja nicht mehr. Wir haben hier so ein paar Sachen noch. Kondensatoren, hier sind ein paar Dioden, die noch eingebaut werden müssen. Das werden wir jetzt einfach mal angehen. Ich habe jetzt hier kein festes Schema, wie ich jetzt hier weiter vorangehe. Ich habe mir so ein paar Tüten an der Seite gelegt. Die werde ich jetzt rausgreifen und die entsprechenden Bauteile hier einbauen. Das Ganze wird auch so ein bisschen ein Suchspiel werden. Stört das Knistern? Ja. Es wird ein bisschen ein Suchspiel werden, denn wir müssen schon auch jetzt die einzelnen Stellen hier finden. Vorteil ist einfach, dass viel schon verbaut ist. So, das hier sind jetzt Ferritperlen. Die sollen an FB1. Und FB1, schauen wir mal jetzt gleich, wo das sitzt. Ich hake mir mal direkt auf mein Tütchen ab, da ich das hier schon verbaut habe. Sonst vergesse ich das hier hinter wieder. Und dann bin ich überlegen, verdammt. Wo war ich denn nochmal? So, wir gucken mal. FB1. Da ist es schon direkt. FB1. Dahin. Sieht jetzt nicht ganz so schwer aus, ne? Bums. Rein. Dann tun wir das mal auch hier. Natürlich wieder darauf achten, dass die richtig rum sind. Der schwarze Punkt, den ihr hier oben seht, gehört dahin, wo die Pfeilrichtung zeigt. Schauen. Schwarz, wo die Pfeilrichtung zeigt. Das ist wie bei den anderen hier. Ich habe mir mal eben ganz schnell noch hier meine Unterlegteile rangeholt, damit das Board nicht so hinterher wackelt, wenn ich hier was einsetze. CR7, da. Das wird jetzt alles natürlich ein bisschen länger dauern, weil ich nicht mehr so viele Teile von gleichen Typ habe, die direkt hintereinander aufgelötet werden müssen, sondern tatsächlich nur noch einzelne Elemente. Und die muss ich heute mal entsprechend jetzt hier zusammensuchen und.
So, ich muss mal kurz gucken, weil CR3 und CR4 sind schon ein bisschen größere Autos. Die werde ich nämlich so hier nicht eingesetzt bekommen. Das denke ich, werde ich wie beim Originalboard machen müssen. Ich hole es mir mal an. Und ich hole es an, wenn ich Bauteile hier packt wieder habe. Also bei diesem Originalboard. Hier stehen sie auch hochkant. Das heißt, das werde ich jetzt hier auch so machen müssen. Bräuchte ich jetzt irgendwas Rundes? Ich gucke mal, ob das so passt. Ja, ich denke, das kann man so nehmen. Wichtig natürlich auch hier wieder. Hier ist auch wieder die Markierung, hier ist hell, dass das richtig ausgerichtet ist. Ein bisschen Lot durchgekommen. Die Kamera scharf stellen möchte sie nicht. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ja, ich habe jetzt meine Tütchen hier links von mir alle aufgebaut. Wir kommen jetzt zu den Widerständen, Widerstandsnetzwerken. Dazu hole ich die jetzt erstmal vor. Und dann machen wir gleich weiter. Ich mache mal hier eine kurze Pause. Ja, ich habe mir jetzt immer so die nächsten Teile rangeholt. Das sind, sag ich mal, Widerstandsnetzwerke. Die bauen wir jetzt hier als erstes ein und dann gehen wir zu den anderen Sachen über. Wir haben 2x3,3 Kiloohm 8 Pins. Das sind die, das seht ihr gerade nicht, weil da das kleine Kamerabild drüber ist. Das sind die hier. 368 Pins, genau. Wir haben einmal 3,3 Kiloohm 9 Pin. Das ist dieser hier. Dann haben wir noch einen 6 Pin, 1 Kiloohm. Und ja, darum fangen wir mal mit an. Hier auf den Widerstandsnetzwerken sind kleine Punkte. Und diese Punkte sind identisch mit den eckig gekennzeichneten Sachen da. Da soll das Ganze dann rein. So, also. RP3 ist da. RP
Hier da, RP5 da. Ich habe jetzt den 3, 6, 9 in der Hand. 9 Pin Burst ist RP4. RP4 ist da. Da ist die Markierung. Und da soll das dann rein. Ich biege jetzt mal einfach zwei Beinchen hier um, damit es hängen bleibt. Kurz gucken, wie ich hier das so runterlege, damit das passt. Jetzt für mich ein bisschen schwierig zu erkennen. Das sind kurze Beinchen, das Licht, das blendet. Alles drin. Alles richtig. Schön. Jo, so piepst es mein Messgerät. So. Jetzt habe ich hier verschiedene Widerstände. Da muss ich mal schauen. Die muss ich durchmessen. Ihr könnt das sehen. Vierhundertsiebzig. Das ist R1. Thank you.
Ich mach mal eine kurze Pause. Und suche eben, wo der F14 hingehört. Die Pause war gar nicht so lang, sie war ganz kurz. Hier ist F14. Ja, ich würde sagen, damit sind wir schon wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen. Und machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Im nächsten Video machen wir dann die Kondensatoren. Und dann hier die Ports, den Power Switch und. Hier den User Port, Cartridge Port. Die Sachen, die jetzt hier noch offen sind. Und ja, dann ist das Board eigentlich fertig bestückt. Und ja, mal gucken, wann wir dann den Funktionstest machen. Das soll auf jeden Fall für dieses Video für heute reichen. Ich hoffe, das Zugucken hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Ich meine, geht natürlich aus einem Schnelldurchlauf hier, logisch. Wir sind ja alle gespannt, was am Ende dann hierbei rauskommt, ob es funktioniert. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut.